Hallo und herzlich willkommen zu Minus 3 hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns sind das Chaos. Hallihallo. Und der Thompson. Servus. Servus. So, also wir haben auf mehrfachen Wunsch jetzt von verschiedenen Leuten uns entschlossen, das mal wieder zu machen. Und dafür haben wir jetzt Valheim sein lassen. Und wir sind quasi bei der Kampagne bei Null. Fangen wir wieder an und wir starten jetzt in Richtung Ground Zero. Und ich muss jetzt gleich ganz doll aufpassen und an der richtigen Stelle Nein klicken, damit das Ding jetzt hier nicht wieder ein öffentlicher Server wird, weil das haben wir eben gerade schon einmal geschafft. So. Jetzt habe ich die Frage nicht mehr gekriegt. Auf einmal waren ganz viele Leute da. Jetzt habe ich die Frage nicht mehr gekriegt. Kannst du kurz in die Einstellung gehen und schauen, ob dort irgendwie... Ich habe eigentlich alles zurückgesetzt. Öffentliche Sichtbarkeit des Spieles. Verbindung unterbrochen. So. Jetzt müsste das nicht mehr öffentlich sichtbar sein. Seht ihr es noch? Ich sehe es, dass du was laufen hast. So. Ja. Ich habe euch gerade mal eine Einladung geschickt. Oder ich weiß nicht, wie ich dann noch. Wir sind schon da. Oh, jetzt habe ich. Na gut, jetzt habe ich jemand anders eine Einladung geschickt. Naja, gut. Ich. Oh. Was passiert? Oh, der wird doch den einen Miner wollte ich nicht abbauen. Ja, ich habe da auch schon ein Förderband abgebaut, was ich nicht abbauen wollte. Ja. Ganz gut aus. Mal gucken, ob das jetzt hier irgendwie. Also eben gerade habe ich die Frage nicht mehr gestellt gekriegt, ob ich das Ding öffentlich machen soll oder nicht. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Bin komplett neben der Spur gerade. Aber gut, Bild zu machen, so ist es halt. So sollte es eigentlich nicht anfangen. Entschuldigung. Dann erstmal das dafür und ich hoffe, dass jetzt hier nicht gleich wieder irgendwelche Leute spawnen. Was ist denn nun? Den Kupfer hier ins Lager bringen. Ja, ich baue schon Verteidigung. Du baust schon verschwindet. Deshalb verschwindet es gleich so schnell. Achso. Ich will zuerst mal hinten und dann. Hinten und dann vorne. Durch deine Last Resort Defense bauen? Ja, eine kleine. Ein bisschen Kupfer. Wenn wir Kupfer hätten, ne? Ja. Ich saug's mal noch ein bisschen ab. Wie kommt man überhaupt ins Baumenü? Ich habe keine Ahnung. Ah, das rechts ist rechts unten. Mit der Maus. Ach, da unten, ja. Da gibt's die verschiedenen Kategorien. Ich bin total raus, ne? Ich egal, jetzt kommen wir dann da wieder rein. Das ist gut. Ihr helft mir ja sicherlich auch, mir alten Mann, um das hier ein bisschen zu erklären. Die Technik. Hans, wollte es mit dir. Keine Ahnung. So. Förderband. Okay. Kann ich auch einsetzen? Doch. Ach, mal eine ganz kleine Geschichte, wie, sagen wir mal, verrückt mein Leben ist. Oder wie verrückt ich bin. Okay. Das ist eine Kreuzung. Du hast doch um Kreuzungen gebaut, ne? Oh, wir haben noch keine Verteiler. Nee. Ja, die kann man vielleicht schon erforschen. Oder? Nein. Forschung. Ja, oben Verteiler Kupfer 100 von 100. Also Forschung. Ganz links hab ich mal freigeschaltet. Das schaltet sich bei mir dann auch frei jetzt. Ist neu. So, dann kannst du jetzt da oben ja alles Verteiler hinsetzen oder ich setze sie da hin. So. Dann verteilt sich das da auch, weil ich wollte nämlich gerade. Wir brauchen ein bisschen mehr Kupfer oben. Okay. Ja, du bleibst immer ganz ruhig. Ich wollte hier gerade einen Verteiler setzen. Dann kann man die beiden. Dann dass die hier ein bisschen was kriegen. Die sind eh voll drauf gewesen. Last Resort Verteilung hier. So, das sieht doch schon ganz gut aus da unten. Da kommt doch schon was bei rum. Hoppla. Oh, jeder baut hier irgendwas. Na gut, Koordination kommt noch dazu. Früher oder später, die nächste Welle kommt in 6 Sekunden. Ich gucke schon mal, wer da kommt. Vielleicht kann ich den ja auch einfach. Genau, silvestermäßig. Guck mal, da kommt einer. Ach so. Hallo, na du? Ja, gut. Du bist ja niedlich. Als nächstes brauchen wir dann Blei für, glaube ich, alle Forschungen. Oh, der ist schon mal tot. Jetzt haben wir Kupfermoor. Habe ich auch mal erforscht. Was? Ach so. Ich habe 2 Kupfermooren, also eine kleine und einmal große. Okay. Okay, das schaltet sich bei mir jetzt nicht frei. Bei mir okay. Auch nicht.
Und wenn ich das mache, Chaos, hat es das bei dir dann freigeschaltet? Dann hat es sich freigeschalten, ja. Also es ist wohl sinnvoller, wenn ich die Forschung betreibe. Ja. Gut. Ist ja nicht mal das schlimm, kann ja immer passieren. So, das heißt also, wollen wir das Luftgeschütz auch noch dazu nehmen gleich oder wollen wir erstmal die große Kupfermauer? Kostet 700 Kupfer. Und wenn du jetzt forschst, geht dann mein Kupfer auch weg, oder? Weiß ich nicht. Gesamteinsatz habe ich jetzt noch 29 Kupfer, aber das ist das, was jetzt wahrscheinlich oben am Server bei mir liegt. Was okay. Ich hochgeschickt habe. Dauert ja immer noch ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, ob wir die Ingame-Kupfergeschichten hier auch nutzen können. Also schon ein bisschen Blei. Nehmen wir das hier hinten noch. Und noch mehr Blei. Hat nicht aufs Lager, okay. Dann sammle ich mir selber ein bisschen Blei. Wie viel Inventar hat man denn jetzt? Oh. 30, das ist auch erhöht worden. Hier kann man ja Wärmekraftwerke bauen, ne? Da ist ja Lava. Ja, wenn wir sie hätten. Ja, wenn wir sie hätten. Wie, wenn wir sie hätten? Ja, wir haben keine. Woran liegt's denn? Das können wir noch nicht, das können wir alles nicht, das ist alles noch gesperrt. Wir können noch das Luftgeschütz können wir noch erforschen hier. Das kostet aber... Erforscht jetzt so, weiß ich nicht. Oh, da kommt schon wieder einer. Oh, wo kommt einer? Drei da! Ein links Gegner. Stand das eben, dass die Forschungen vom Host übertragen werden. Hopf! Ah ja. Wenn man links die Tipps durchgeht. So, ich muss jetzt mal, so. Ganz kurz Kategorie Bohrer, mal einen Bohrer wählen. So, überspringen. Forschungsknopf, neue Forschung. Überspringen. Halte F gedrückt und bewege deine Maus, um Blöcke zu kopieren. Mit dem Mittelklick kannst du dann einzelne Block kopieren. F gedrückt halten, Blöcke kopieren. Ah ja, okay. Interessant, das geht. Hm? Aha. Ist ja fetzig. Ihr verteidigt Stay. Ich mach da. Ja, mach schon mal ein bisschen. Noch nicht wollen, hier oben, aber... wollen wir hier oben jetzt die Verteidigungslinie reinsetzen? Mhm. Was machst du denn da für ein Blödsinn? Was denn? Oh, wir haben kein Kupfer mehr. Guck mal, dann gehen wir einfach mal hier so, ne? Und dann. Rücken haben wir noch nicht, gell? Er macht Löcher in unsere Verteidigung. Nein, nicht. Dann veränderst du den Weg von denen. Hä? Hey. Wenn du dazu baust, werden die links lang gehen. Ja, können sie doch. Dann bringt deine Verteidigung gar nichts. Ich wollte sie hier rechts lang locken, weil links sehr viele Ressourcen sind. Was? Wo wolltest du lang locken? Ich wollte, dass die Gegner hier so entlang gehen. Na gut, dann reißt es wieder. Mein Gott. War gerade dabei, Verteidigung hier aufzubauen. Uns ist das Kopf ausgegangen. Ich bin hier in der Base und baue selber auch noch was ab. Upsala. Da bin ich wohl kaputt gegangen. Kaputti, kaputti. So. Ja. Eins weiter rein. Also eins weiter raus, weil sonst haben wir hier nachher Probleme. Okay. Wie auch immer. Gut. Lastensortverteidigung steht hier auch. Alles klar, brauchen wir noch irgendwas? Habt ihr schon irgendwas? Habe ich noch eine neue Forschung jetzt, oder? Wir brauchen erstmal einiges an Blei. Ah, Sortiererkammer, großer Verteiler, Brückenförderband geht auch schon. Ja, ich habe bloß nicht genügend Kupfer oben. Okay. Meine Gesamt-Items belaufen sich auf 2 Kupfer. Und dann baue ich das ab, da kann man händisch meinen. Bei dem Feld. Wie sieht man das, wie viel man oben hat? Ich sehe gar nichts. Das steht oben, wenn du auf Forschung klickst, oben rechts. Oben links, ja. Da steht gar nichts.
3,3k, 300, also 3,3k Kupfer habe ich und 300 Zöpple. Warum habe ich das nicht? Großen Verteiler haben wir hier. Und wie kriegt ihr das noch? Ah, wenn ihr selber was abbaut, oder wie? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bei mir ist jetzt gleich geblieben. Wahrscheinlich das, was... Das, was hochgeschickt wird, und ich habe aber Zugriff auf das, was im Lager liegt. Okay. Wenn ich das richtig sehe. Wenn ich hier Forschung klicke, dann habe ich den Lager, den aktuell letzten Lagerbestand oben stehen. 650. Ja. Also, ja. Das heißt, ich habe Zugriff auf unser Lager bei der Forschung. Das macht ja auch Sinn, dass ich den forsche, wenn ich das Zugriff auf unser Lager habe. Bei dem Zugriff. Das Zugriff klingt auch falsch. Also zumindest nicht ganz richtig. So. Aber verbessert. Das Brückenförderband wäre wahrscheinlich als nächstes dann noch eine gute Investition. Brücke? Wo brauchen wir denn eine Brücke? Kann man über die Verteidigung drüber gehen, da muss man sie nicht teilweise weglassen. So. War hier oben schon einer bei dir? Ja. Hier ist irgendwas, sieht irgendwas komisch aus. Was? Na hier, das sieht irgendwie komisch aus, der Fleck in der Erde. Ja, da sind sie explodiert. Ah. Na raus, als wenn sie nicht lange gelebt hätten. Haben sie nicht. Komische Ölflecken haben sie gemacht. So, ich kann ja ab und zu mal ein bisschen Blei hier mit uns in den Kern bringen. Kann das hier oben von Hand ein bisschen abbauen und 30 Einheiten kann man also ins eigene Lager. Nicht schlecht. Ja, hier will ich ja. Kann ich mich wieder dran gewöhnen, dass das Förderband automatisch in der Richtung liegt, wie ich denn den Pfeil ziele. Mal ganz cool wieder. Huch! Geht also keiner automatisch, kein Ding. Oh. Oh Gott. Oder man hier hat auch eine Langeweile gehabt. Ich wollte genau unten gerade drücken, wie ich eine Notification bekommen habe, und dann war ich am Desktop. Aha. Wie kann man Sachen weiterbauen? Ah, also wieder hinfliegen und dann nochmal hinfliegen. E drücken. Warte mal, hier können wir ja einen Verteiler dazwischen setzen. Die Hälfte kann man da locker abkneifen. Und theoretisch kann ich ja das nicht. Er hat da ein Förderband lang gebaut an meiner Verteidigung. Ja, achso, du baust runter. Was über ist, kann ich ja wohl. Ja, aber führ das lieber links lang. Okay. Ach, führ das lieber links lang, führ das so und so lang. Sag mal, was denn. Es ist doch. Jetzt sollte doch hier, das sollte doch jetzt nicht so schwer sein, hier das Ding zu überstehen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir hier leben müssen auf dem Planeten. Oder auf Ground Zero. Den Wellen wahrscheinlich. Aber vielleicht gibt es sonst noch irgendeinen Milestone. Ja. Das sollte jetzt nicht mehr allzu schwer sein. Oh, das kann ich hier mal ganz kurz, das ist ja Blödsinn, dass ich hier den Kreis durch die Gegend führt. So. Denn wir brauchen ja anscheinend mehr Kupfer, so bauwild wie ihr seid. Jetzt baut er doch selber eine Verteidigung rein. Na, keine Verteidigung, sondern den Wegfluss lenke ich um. Da kommen keine Türme hin, weil die werden da nie lang gehen. Den Wegfluss. Alles klar. Das Wort an sich habe ich so jetzt auch schon nicht gehört. Aber macht ja erstmal nichts. Ist ja nicht weiter schlimm. Kann ja jedem mal passieren. So machen. So. Und hier runter. So. So, damit dran. Und wenn eine Lücke ist, wird das mit aufgefüllt. Dann ist halt eine Förderband hier mal. Bollinger voll hier dann am Laufen. Dann müsste ich hier nicht eine Kreuzung draus machen. Dann läuft da noch mehr rein. So. Ah, jetzt hast du hier hinten. Jetzt kommt eine Flugeinheit. Das ist nicht so gut. Das heißt, es wäre nicht schlecht, wenn wir die Lufteinheiten schon erforschen. Was für Lufteinheiten? Die Luftdruck,
Luftabwehr. Luftgeschütz. Luftabwehr, genau. Wieso, die haben doch eben gerade die Flugabwehr auch, also das haben die doch ja, auch. Ja, aber die sind, weil es nur einer war. Ja, dann müsst ihr mal nicht so viel Kupfer verbauen. Das tut mir ja leid, aber wenn ich nicht genügend Kupfer habe zu forschen, was drin dann wird's schwierig. Weil die Luftgeschütze, die kosten 1,6 Kupfer und 1 K Blei. Okay. Das ist noch ein bisschen hin. Ui. Interessant ist, im Menü ist der Sound gedämpft. Wenn ich dann auf Forschung drin bin, dann ist dieser Hintergrundgeräusch. Jetzt hast du hier wieder da dran gebaut. Ja, wir brauchen mehr Kupfer, hast du gesagt. Ja, aber du baust immer den Verteiler damit dran. Das ist ja blöd. Ja, ich bin da noch nicht fertig. Dass da eine Ringleitung dann entsteht. Eigentlich kann die Verteidigung jetzt hier schon weg. Die brauchen wir hier nicht mehr. Ja, ich würde halt so eine Last Resort Verteidigung. Naja. Was soll denn da jetzt noch großartig kommen? Das ist der Megaboss. Ach, jetzt hat er das hier oben abgeklemmt, ne? Ja, gut, okay. Ja, weil die Türme keinen Kupfer haben, die oberen. Ich will warten, bis die voll sind. Dann kann ich es wieder anfangen. Ach, ich habe hier unten hier noch Kupferproduktion. Behalt deinen Kupfer da oben für deine Verteidigung. Passt schon. Huch! Was denn? Hoppala. Ich habe auf die Planetenkarte geklickt und war ein wenig verwirrt. Weil ich dann bloß nur die Planeten gesehen habe und nicht mehr die aktuelle Baustelle hier. Ich bin noch ein bisschen hibbelig mit der Maus heute. Ja. Ich glaube, die können jetzt auch weiter schießen. Wer kann weiter schießen? Die Gegner. Das ist ja frech, ist ja das. Braucht ihr ein bisschen Fighting-Unterstützung oder geht's? Nein, brauchen wir nicht. Und ich gehe da das. Alles top. Top, die Wette gilt. War das nicht Schiff, damit das Förderband in die andere Richtung läuft? Welche Taste muss man denn dafür drücken? Mit dem Mauszeiger drehen, oder? Förderband in die richtige Richtung läuft. Also wenn man quasi eigentlich nach unten fördern will, aber nach oben fliegt, quasi nach oben hin baut. Okay. So, jetzt hat er hier wieder eine Kreuzung hingebaut, dummerweise, das soll er ja nicht. Ach, manchmal. Habe ich mich verbaut oder was? Nein. Achso. Der Automatismus hat, weil ich ein Förderband über ein anderes drüber weggelegt habe, hat er eine Kreuzung hingemacht. Was und denn dazu hier, schauen wir vielleicht einmal von unten fördern und einmal von oben, weil die Verteiler auch ein bisschen eine Durchlaufzeit haben. Wenn die Türme einmal voll sind, dann geht's. Die müssten schon voll sein, weil es keine Bewegung mehr auf dem Förderband. Ja. Gut, dann kommt jetzt auch mehr Blei da unten an. Das haben wir auch schon mal gesorgt. Dann machen können wir ein bisschen was erforschen? Ich guck mal. Den Turm können wir noch nicht erforschen. Wir brauchen 1K Blei. Und wir haben 700 erst im Lager. Okay. Kupfer haben wir übrigens gerade genug, also 300 dürft ihr noch verbauen. Okay. Wenn es denn sein muss. Okay. Okay, sind 400 weg. 500. Mit dem kleinen Finger und dem, dann weißt du wie, ne? So, was kommt da jetzt an? Ach, guck mal, jetzt kommt hier... Ein großer. Ratatata. Schön. Sehr schön, ja. Wie lange hat es eigentlich gedauert, bis ich in dem Spiel beim ersten Spielstand verstanden habe, wie man rollt? Egal. Dass man auch weiter rein rausgrillen könnte. Das hat ein paar Folgen gedauert, ne? Das irgendwie hingekriegt habe, sauber. Naja. Falsch. Machen wir nicht so einfach. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Blei. Was ist das hier eigentlich? Schrott oder was? Ja. Den können wir ja nicht verwerten, ne? Ich kann es ja mal zu noch nicht. Kannst ja mal zu unserem Lager bringen. Zack, neuer Inhalt freigeschaltet. Ah! Sand! Mal gucken, ob es bei der Forschung jetzt irgendwas freigeschaltet. Nee, hat's nicht. Doch hier hat's Schrott. Haben wir genug für das Brückenförderband? Wo ist das Brückenförderband?
Rückenförderband. Ja, dann haben wir wieder 200 Blei zu wenig für den Schützturm. Ja, ich bringe hier gleich mehr Blei. Aber du hast ein Brückenförderband, wenn du möchtest. Ja. Sehr gut, danke. Ja, bitte, gerne doch, ne? Hier kann man noch ein Miner anschließen. Für Blei. Und hier theoretisch auch. Miner für Blei. Ich meine hier mal ein bisschen Schrott, damit wir davon schon was im Lager haben. Keine Ahnung, okay. Wozu man es mal gebraucht. Man verwendet es, um. Den kann man verschießen. Man kann ihn auch schmelzen und dann später draus machen. Man kann damit auch schießen. Oh, Lufteinheiten. Ui. Ja, dann los. Was ja, die tun sich. Also bei den Lufteinheiten tun sie sich schwer. Das ist die MK1, ne? Neuer Inhalt freigeschaltet. Sobald du genug Ressourcen gesammelt hast, kannst du starten, indem du den Sektor auf der Karte unten rechts auswählst. Hat Sektor erfolgreich erobert. Okay. Heißt also, wir können jetzt den nächsten Sektor erobern? Aber warte noch ein bisschen, ich würde halt noch Ressourcen sammeln. Aber es kommen jetzt auch keine Wellen mehr. Ja. Weil dann haben wir ein bisschen mehr im Inventar. Dann darf ich jetzt die Last Resort Verteidigung hier abreißen, ne? Ausnahmsweise. Ja, ich frag ja nur von Freund. Aber der Schrott ist nicht an das Förderband angeschlossen, der da oben gemeint wird. Jaha, ich baue doch gerade das Förderband nach unten. Meine Herren, so? Sei doch mal nicht so ungeduldig. Immer diese ungeduldigen Leute hier. Das ist hier nicht auszuhalten hier. Gut, jetzt läuft da noch ein bisschen Schrott da rein, aber wir brauchen es ja eigentlich nicht. So, dann könnte ich jetzt nochmal in die Forschung gucken? Ja. Was wollen wir denn? Wollen wir den Luftgeschutzbumsdings Bumser da forschen? Ja, kann ne? nicht schaden, ja. So, dann haben wir den schon mal. So, dann haben wir hier hinten noch den großen Verteiler. Wollen wir den haben? Aktuell. Ja. Oh, haben wir den erforscht. Den Überläufer kann man auch gebrauchen. Invertierter Sortierer. Wie normaler Sortierer, aber gibt das ausgeballte seitwärts aus. Aha. Okay. Der Sortierer an sich sortiert Materialien, wenn ein Gegenstand der Auswahl entspricht, wird dieser vorne herausgegeben. Andernfalls wird er links oder rechts ausgegeben. Aha. Sortierer ist neu. Das gab es vorher noch nicht, ne? Doch. Doch. Wie doch? Was war das jetzt? Pain. Gut. Das Unterlauftor, Gegenteil des Überlauftor gibt es Material nur dann vorne heraus, wenn die Seite blockiert ist. Aha, okay. Das kann man, das gab es früher auch nicht. So. Gut, also ich denke, hier ist jetzt alles erforscht, was man erforschen kann. Gibt es hier noch irgendein Material, was man noch abbauen könnte? Eine Pumpe haben wir noch nicht, ne? Dass wir hier das Öl abbauen könnten, was hier liegt, oder das Wasser, damit wir da irgendwas draus machen können. Also würde ich sagen. Für eine erste Folge eigentlich ganz gut, ne? Ich guck mal auf die Karte und jetzt können wir Frozen Forest freischalten. Oder wir können einfach nur eine Karte hier links, rechts so drumherum den Sektor machen. Was sollen wir machen? Erstmal noch eine Karte links, rechts von uns? Ich sehe leider die Planetenkarte nicht, weil das nur der Host sehen kann. Du kannst nicht unten auf das Kartensymbol klicken, Planetenkarte? Nein. Also es kommt dann der Host. Der Host kann nur das sehen. Wie hast du jetzt da quasi Förderrichtungsraum verkehrt rumgebaut? Mit welcher Taste? Gar nicht. Also ich habe es vorher gebaut, also das kommt davon, so. Wie man es baut. Hm. Weil mit dem Mausrad kannst du es drehen, wie du setzt, und dann ist egal, wie du fliegst. Ja. Mhm. Ich dachte, da gab es eine Taste für. Na gut, okay. Also wollen wir, ach, wir machen erstmal die Folge. Du kannst, während du das ziehst, kannst du auch noch mit dem Mausrad drehen. Du könntest auch noch die Richtung ändern. Ja, ist ja auch gut. Gut, ich würde sagen, wir sind dann demnächst auf Karte 170 unterwegs. Ja, dann machen wir jetzt noch den Abschuss nach oben, würde ich sagen. Wo ist denn der Abschuss nach oben? Also Sektor abschließen. Ja, wo macht man das? Macht man das nicht auf der Karte?
Statistiken, weiterspielen, Ressourcen, mehr geht hier nicht. Früher konnte man ja das, die Ressourcen quasi hochschießen. Ich kann jetzt nicht übers Neue starten, Gefahr ist Mittel. Gefahr niedrig? Aber mal Gefahr niedrig erstmal. So. Okay. Dann bis in die nächste Folge. Tschüss. Tschüss. Ja,